Ja, moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Thorsten. Was machen wir? Ihr merkt, der Content hier wird schon relativ weniger. Ja, ich weiß nicht, ob ich diesen Kanal oder wie lange ich den noch betreibe oder ja, wie lange ich das hier noch machen soll, kann, darf oder wie auch immer. Natürlich werde ich diesen Kanal nicht löschen. Ich werde aber eins tun, ja. Und zwar geht ja, wie jeder weiß, so jeder YouTuber macht das auch, um ein bisschen Geld zu verdienen. Geht ja mein Geld von YouTube hier immer noch in die Türkei. Das habe ich jetzt diesen Monat gestoppt. Also es ging immer noch weiter auf die Ziratbank. Leute, das ist nicht viel. Das sind 15 Euro oder sowas, ne? 10, 15 Euro. Aber es ist natürlich immer noch das Geld, was ich brauche, zum Beispiel für Netflix und so weiter und so fort, ne? Und auch, wie gesagt, mein Handyvertrag da unten, der noch läuft, aber der müsste jetzt eigentlich auch auslaufen. Ja, da müsste jetzt bald Ende sein. Ups. Ja, falls ihr Lust habt, ich habe ja noch zwei andere Kanäle. Ich verlinke euch den gerne hier drunter. Meinen Thorsten gönnt sich Kanal. Da wird gut bürgergeldliche Küche hier. Ne, da wird man mal gucken, ob im Netto was günstig ist oder nicht. Hier zwei Kästen Bier könnt ihr euch reintun für 21 Euro. Woanders trinkt man da drei Bier am Strand und ist die los. Ja, wir machen das hier ganz anders, auf meinem anderen Kanal. Wenn ihr Lust habt, lasst ein Abo da. Schaut euch meine leckeren Gerichte an. Ja. Die auch ein bisschen teilweise mit Satire, Sarkasmus und so weiter verbunden sind. Also da wird nicht streng nur gekocht, sondern demnächst auch, wenn ich mir ein bisschen Equipment leisten kann, auch ein bisschen was lustig gemacht und hin und her. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, ne, auch mal auf was anderes von mir, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, den anderen Kanal zu abonnieren. Empfehlt den weiter, wie auch immer. Ja, guckt euch den Scheiß an, gönnt euch das, macht euch lustig, wie auch immer. Mir ist das egal, denn dieser andere Kanal soll einfach auch nur dafür da sein, um euch ein bisschen Spaß zu bringen, so ein bisschen Spaß zu gönnen. Nehmt das Ganze nicht zu ernst, was ich da mache. Ja, natürlich wieder in meiner altbewährten Qualität, weil ich es immer noch nicht kann. Ich kann immer noch keine Videos schneiden und ich weiß auch immer noch nicht, wie das richtig funktioniert. Aber ich habe halt Bock und ich habe Spaß daran, solche Videos zu machen für euch. Ja, und wie gesagt, da geht es nicht immer nach Vorschrift oder wie auch immer, sondern ihr kennt mich Chaoten. Ja, und deswegen werde ich natürlich so nach wie vor meine Videos machen, wie ich einfach Bock drauf habe, wie ich Lust zu habe. Und ja, wenn ihr das ein bisschen unterstützen wollt, wie gesagt, hier unten im Kommentarbereich ist der Link zu diesem Kochkanal. Und dann klickt da drauf und dann gibt mir ein Abo da, wie auch immer. Ja, und wie gesagt, damit verdiene ich kein Geld, noch nicht. Ja, das wird auch nicht viel sein, Leute. Ja, wie gesagt, also das ist halt nur so praktisch der Unkostenbeitrag. Falls mein Handy kaputt geht, kann man sich mal ein neues kaufen davon, wie auch immer. Also ich mache da jetzt keine Millionen mit, so wie andere große YouTuber, wie auch immer. Ne? Sondern aktuell, wie gesagt, verdiene ich mit YouTube für mich persönlich hier überhaupt gar kein Geld. Also von daher könnt ihr da alle locker durch die Hose atmen und ja, man sieht natürlich, Fußball Deutschland ist entzückt. Ja? Frau Göring-Eckardt macht die rassistischste Aussage ihres Lebens. Und ja, da ist natürlich alles in Ordnung. Jetzt stelle man sich nur mal vor, ein AfD-Politiker hätte sowas gesagt, ja. Von wegen, ja, nur Weiße in der Mannschaft und hin und her. Den hätte man gleich wieder zerrissen, den nächsten Verbotsantrag hätte man in die Luft geworfen. Und naja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, mit Demokratie, wir haben ja hier in Deutschland eine Demokratur, ja. Demokratie gilt schon lange nicht mehr. Man sieht es an den Wahlergebnissen. Überall werden Wahlzettel vernichtet, überall wird gefälscht, überall wird was kaputt gemacht. Dann werden Leute sogar teilweise bedrängt, das Kreuz an der richtigen Stelle zu machen in Wahllokalen und so weiter und so fort. Ja, die Wirklichkeit oder die Wahrheit darf man hier natürlich nicht ansprechen, das ist klar. Oder ja, wie sich sofort die Medien, ich musste mich die letzten Tage so totlachen, leider, leider totlachen, als diese zwei schwarzen Mädchen da, ja, zusammengetreten wurden und oh, die Medien und die Politiker haben sich sofort draufgestürzt, sofort Demo gegen rechts, ja, und alles Mögliche haben sie sofort in die Wege geleitet und dann stellt sich auf einmal raus, ui, es ist doch ganz anders gewesen. Die Mädchen wurden, ja, kann sein, rassistisch beleidigt, das macht man nicht, das ist scheiße, das ist klar. Aber sie wurden gar nicht getreten und die Medien, beziehungsweise auch die Politiker, die da in diese Kerbe geschlagen haben, von wegen wieder alles rechtsradikal und hin und her, von denen hörst du keine Entschuldigung. Keine, null, mich nervt das. Wenn ich einen Fehler mache, dann sage ich, ey, scheiße gelaufen, sorry Leute, ja. Hab da was missverstanden oder wie auch immer, dann entschuldigt man sich oder man gibt wenigstens zu, dass man voreilig gehandelt hat oder wie auch immer. Aber was die im Moment machen hier, ja, und dann der nächste, hier, da ist ja schon wieder der nächste Vorfall gewesen, da irgendwie
mit dem Messer und das stimmt auch schon wieder nicht. Und Leute, deswegen sage ich, ihr müsst immer alles hinterfragen. Das habe ich damals schon gesagt. Ja, und zu jedem Scheißangriff, egal wo, immer erst hinterfragen. Ja, egal ob das ein Deutscher ist, der einen Ausländer absticht, oder ob das ein Ausländer ist, der einen Ausländer absticht, oder ein Ausländer, der einen Deutschen absticht. Scheißegal. Ja, man muss immer erst hinterfragen. Man muss tatsächlich auch teilweise die Ermittlungsarbeit der Polizei abwarten. Ja, wenn dann gesagt wird, ein Mann, dann weiß man ja schon, woran man ist. Ne? Also wie gesagt, ich gucke da gerne diese kritischen Sachen hier vom Olli zum Beispiel auf YouTube oder Tim Kellner oder wie auch immer. Ja, der eine oder andere wird jetzt sagen, wie kannst du? Ja, das ist das Schöne in einer Demokratie, in einer Meinungsfreiheit, kann man sagen, was man denkt. Man kann gucken, was man möchte. Ja, von daher weiß ich, was ich zu denken habe. Mir hat keiner vorzuschreiben, wie ich zu denken habe. Das mache ich immer von ganz alleine. Und das ist auch immer ganz gut so. Leute, das war's erstmal hier. Wie gesagt, vergesst nicht, meinen anderen Kanal zu abonnieren. Lasst einfach ein bisschen Spaß da, lasst ein bisschen Abo, ein bisschen Like da, wie auch immer. Ich verlinke den hier drunter und gönnt einfach nur. Wir gehen wieder auf Weihnachten zu. Passt schon.